Im letzten One Piece Kapitel haben wir ein wichtiges Puzzleteil bezüglich Joy Boy erfahren. Er war der erste Pirat. Aber was wissen wir eigentlich noch über Joy Boy? Was sind bestätigte Fakten über diesen Charakter, der anscheinend mit das wichtigste Element überhaupt ist im verlorenen Jahrhundert und Ruffy, ja wie wir alle wissen, die Reinkarnation von ihm. Zumindest teufelsfruchttechnisch. Wir reden über alle Fakten, die bekannt sind und noch weiter hinaus. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nicht zu verpassen. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Erstmal muss man verstehen, was Joy Boy eigentlich in der One Piece Welt ist. Und es ist eigentlich ja ein Name von einer Person, die vor 900 Jahren gelebt hat. Also im verlorenen Königreich, im verlorenen Jahrhundert. Jetzt kommt's aber. Joy Boy ist mehr oder weniger ein Titel geworden, der von großer Wichtigkeit ist. Viele kennen den Namen Joy Boy. Zum Beispiel Kaido und King haben sich darüber unterhalten. King dachte, dass Kaido der neue Joy Boy ist. Die kennen die Legende, dass eines Tages Joy Boy zurückkehrt. So hat Kaido auch Ruffy, als ihn von der fliegenden Insel Onigashima besiegt und runtergeworfen hat, auch nur gesagt, dass Ruffy wohl nicht Joy Boy ist und er eigentlich auf Joy Boy wartet, weil er selber wahrscheinlich erkannt hat, dass er nicht Joy Boy ist und auch nicht werden kann. Doch wie wichtig Joy Boy wirklich ist, wurde schon viel früher klar. Wir haben sogar schon einmal ein Bild von Joy Boy offiziell, wie es scheint, gezeichnet bekommen von Oda. Jetzt schnallt euch alle an, ich blende es euch ein und zwar wirklich dort auf der Fischmenscheninsel, wo allgemein Joy Boy das allererste Mal gefallen ist, der Name. Dort haben wir von Otohime damals die Königin von der Fischmenscheninsel, die Frau von Neptun, die ja verstorben ist, von der haben wir eine Rede oder beziehungsweise fast schon eine Sage gehört, eine Legende, fast so Toki-prophezeiungsmäßig über eine Person, über Joy Boy, wie der eines Tages in der Welt auch die antiken Waffen leitet. Und dort haben wir von hinten eine, ich sag mal, Shanks-Silhouette gesehen. Es ist wirklich wieder so eine Person, wo man denkt, das ist doch eine Shanks-Silhouette, aber wenn ihr richtig drauf achtet, seht ihr, dass das nicht Shanks ist oder so, weil der Arm dran ist. Und es ist jetzt hier halt die Frage, ist das wirklich eine Silhouette von Joy Boy, so wie er damals vor 100 Jahren ausgesehen hat? Weil es sieht auch schon ziemlich Ruffy-mäßig aus, so eine schlanke Silhouette. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Silhouette von dem echten Joy Boy war. Es könnte aber auch in Otohimes Gedanken halt die Person sein, die bald in Zukunft dann Joy Boy sein wird und die antiken Waffen leiten wird, so wie sie sich die Person vorstellt. Oder vielleicht war dieser Shot schon ein kleiner Sneak Peek auf den Future Ruffy zum Ende von One Piece, wer weiß. Schreibt mal eure Meinung diesbezüglich in die Kommentare. Und das allererste Mal, wie eben schon erwähnt, ist Joy Boy halt auf der Fischmenscheninsel namentlich erwähnt worden, in Bezug zum Pornoglyphen. Denn dieses Pornoglyph, was dort auf der Fischmenscheninsel liegt, war zu Rogers Zeit noch genau an dem Fleck, wo daneben das Road Pornoglyph steht, welches heute verschollen ist. Dieses Road Pornoglyph, was ihr jetzt hier seht links, ist verschollen. Heutzutage genau dieser Stück Steinquader wurde bewegt, ist jetzt nicht mehr da und genau daneben ist ein Entschuldigungspornoglyphen, welches komplett anders ist, wie alle Pornoglyphen, die jemals irgendwie gesehen wurden in One Piece, zumindest nach Robins Aussagen. So ein Pornoglyph gab es nie wieder und es ist wirklich einfach nur eine Entschuldigung an die Fischmenschen. Was genau darin steht, wissen wir nicht. Es war unterzeichnet aber mit dem Namen Joy Boy. Und König Neptun kannte sogar ein bisschen den Kontext auch diesbezüglich und er hat erwähnt, dass dieses Entschuldigungspornoglyphen von dieser Person Joy Boy in Bezug zu der Noah irgendwie hängt. Dieses große Schiff, wo wir nicht wissen, wofür das ist, aber es hat diese Ketten, wo die Seekönige es perfekt ziehen können, mit der Hilfe von Poseidon, sprich Shirahoshi. Und so denkt man, wie auch die Arche Noah für die große Flut gebaut wurde, um Lebewesen vor der Flut zu schützen, ist diese Noah gebaut worden, um auch Menschen vor der Flut zu schützen. Ursprünglich dachte man noch vielleicht die Fischmenschen selbst, dass man die damit die ganzen Fischmenschen, das ganze Volk der Fischmenschen an die Meeresoberfläche evakuieren muss, kann, wenn die Redline fällt, die da übergenau ist. Was ja auch zu der Prophezeiung von Madame Shirley passen würde, denn die hat gesagt, der Strohhut wird die Fischmenscheninsel zerstören. Und so ja diese OG-Theorie, dass die Redline zerstört wird, die Gesteinsbrocken genau unter der Fischmenscheninsel dann die Fischmenscheninsel zerquetschen. Und dafür wurde die Noah gebaut, um die zu evakuieren und den Traum der Fischmenschen an der Meeresoberfläche leben zu lassen, dass die das endlich dürfen, um das mit der Noah zu ermöglichen. Mit den letzten One Piece-Kapiteln ist wieder meine Meinung diesbezüglich anders geworden, denn wir haben erfahren, dass der Meeresspiegel steigt, immer weiter, unnatürlicherweise aufgrund der Weltregierung, weil sie Inseln auslöschen, Löcher entstehen, wo keine Gravitation herrscht, somit wird die gesamte Masse in diesem Loch weggedrückt und der Meeresspiegel steigt um einen Meter. Das bedeutet, es könnte auch sein, dass diese Noah gebaut wurde, um wirkliche Menschen, Völker, Königreiche am Ende zu retten vor der Flut, vor der Überschwemmung, vor der Sintflut, die halt wirklich ja auch eine Gefahr für die Menschen oberhalb ist. Für die Fischmenschen ist es jetzt nicht so gefährlich, das ganze Wasser. Und das war eine Entschuldigung von Joy Boy höchstwahrscheinlich.
nicht. Ich frage mich nur, was diese Entschuldigung mit den Fischmenschen und der Noah zu tun haben soll. Joyboy war auf jeden Fall eine wichtige Person. Und wer Joyboy ja letztendlich war, es ist immer noch nicht ganz klar, ob Joyboy und Sonnengott Nika die gleiche Person waren. Ich habe es so interpretiert aus dem letzten Kapitel, dass Joyboy und Sonnengott Nika unterschiedliche Personen sind und Joyboy nur die Kräfte des legendären Sonnengott Nika, der aus den Legenden von Elbern bekannt ist, sozusagen auch hatte. Joyboy konnte auch seinen Körper dehnen und hatte die Kräfte von dem Sonnengott Nika. Jetzt sagen einige, dass es ein und dieselbe Person war und es einfach nur eine Legende war von Sonnengott Nika und Joyboy einfach die erste Person war, die diese Kräfte, diesen Willen vielleicht manifestiert hat in dieser verrückten Frucht und dann einfach die Kräfte von Sonnengott Nika hatte. Es wurde auch gesagt, dass Sonnengott Nika aber auch bekannt war, um Sklaven zu befreien und alles in der Welt. Das hat Who is Who zumindest gesagt. Deswegen, in meinem Kopf sind es zwei unterschiedliche Personen. Ich frage mich nur, wann hat dann Sonnengott Nika gelebt, wenn Joyboy schon vor 900 Jahren gelebt hat? Also wie lange soll das noch her sein? Das werden wir wahrscheinlich dann erst auf Elbern erfahren. Joyboy ist es außerdem gelungen, die letzte Insel der Grand Line zu betreten. Und dort hat er ursprünglich den Schatz hinterlassen, der heute als das One Piece bekannt ist. Den haben ungefähr 800 Jahre später dann die Roger Piratenbande auf Laugh-Tale ausfindig gemacht. Mit Hilfe der 4 Road-Pornoglyphen, die wahrscheinlich auch von Joyboy bzw. von dem verlorenen Jahrhundert angeführt von Joyboy in Kooperation mit den Wano Kuni-Leuten, denn die haben die gemeißelt, diese Pornoglyphen, wurden die verteilt in der gesamten Welt und somit halt extrem schwer auszulöschen, diese ganzen Infos, wenn die so in der Welt verteilt sind. Und ihr kennt die legendäre Szene, wo Gold Roger lachen musste mit seiner gesamten Crew über diese Geschichte von Joyboy. Und dort hat Roger selber gesagt, dass er gerne in der Zeit von Joyboy gelebt hätte, um das irgendwie zu erleben. Und dass die letzte Insel, beziehungsweise die Insel, wo das Ganze versteckt ist, wo Roger über Joyboy gelacht hat, dann als Laugh-Tale betitelt wurde, sozusagen als lachende Geschichte, die voller Lacher sozusagen ist, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Auch gerade mit dem Namen Joyboy. Und dann wissen wir nur noch, dass Kuzuki Oden nach Wano Kuni zurückgekehrt ist und dass, wenn Joyboy dort auftaucht, dass die Grenzen von Wano Kuni geöffnet werden sollen und dass dann noch das legendäre, die antike Waffe Pluton noch zum Vorschein kommt. Also eine Riesenprophezeiung, wo einige Leute drüber Bescheid wissen, wie auch zum Beispiel Kaido oder King, was schon sehr verdächtig ist, aber auch Sunisha, der riesige Elefant. Vielleicht wurden seine Beine auch langgezogen von dem echten Joyboy früher. Er ist auf jeden Fall auch auf Wano Kuni aufgetreten, um Joyboy zu treffen. Er hat gewartet auf Joyboy, wie auch der legendäre Eisenriese, der antike Riese, der vor 900 Jahren gebaut wurde, der auch Joyboys Namen erwähnt hat und sich entschuldigt hat bei Joyboy. Wofür, wissen wir nicht. Vielleicht, weil er irgendetwas nicht vollenden konnte, was Joyboy ihn aufgetragen hat. Und ob Joyboy ein Riese war und der antike vereiste Strohhut da unter Mary Joa im Pangea-Schloss, den Imsama einmal in dieser Szene dort gezeigt hat, ob das der Strohhut von Joyboy war und Joyboy ein Riese war, wissen wir nicht. Sonnengott Nika könnte eventuell ein Riese gewesen sein, weil es eine Geschichte aus Elbern ist. Wenn ihr mich fragt, könnte ich mir vorstellen, dass Joyboy vielleicht ein Buccaneer war und vielleicht der alte Sonnengott Nika wirklich ein Riese und jetzt Ruffy ein Mensch. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass eventuell in Ruffys Blut auch noch eventuell das Blut von anderen Rassen steckt. Und vor allen Dingen, was hat es noch auf mit der Stimme des Universums? Das ist auch noch sowas Unerklärtes, noch nicht Erzähltes in One Piece. So, das kommt auch noch. Und ob das auch eventuell irgendwie mit Joyboy zusammenhängt. Und es dauert alles nicht mehr lange. Im Egghead-Arc wie auch im Elbern-Arc werden wir so viel erfahren. Die ganzen Geheimnisse, wir werden es erfahren. Das waren somit die bekannten Fakten, die wir so wissen über Joyboy. Natürlich auch mit Reininterpretierungen hier und da. Aber ihr wisst es, leider gibt es nicht zu viele Infos. Noch nicht. Nächste Woche könnte es wieder anders aussehen. Schreibt eure Meinung diesbezüglich in die Kommentare. Ich bin das mal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.